hier ist Ronja und wir spielen heute mal wieder Fashion Famous seit Ewigkeiten, ja? Mit und mir? Mit Easy. Und unser heutiges Thema ist Apple. Ich nehme mal an, Apple die Marke. Nicht Apple der Apfel. Wie soll ich das machen? Weiß. Primär Weiß und Silber, sage ich, sind unsere Farben der Wahl. Weiß und Silber. Weiß und Silber. Ich habe hier schon ein Top-Outfit. Bam. Was ist denn ein Gesicht, was zu dem Outfit passt? Wir nehmen das hier. Das nehme ich immer. Das ist mein Standardgesicht. Du machst den Apfel als Gesicht? Ja. Okay. Hast du schon Haare? Nee, Haare habe ich noch nicht. Weil Haare bin ich ein bisschen... Was sind denn silberne Haare? Kann ich die umfärben? Gibt es im VIP-Bereich silberne Haare? Wahrscheinlich nee, nicht, da bin am ich ehesten gerade. Die blauen. Das sieht doch am ehesten aus wie Silber, oder? Wie einfach dunkles Silber? Ja, stimmt, stimmt. Habe ich gesehen, ja. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Das passt dann auch ganz gut zum Rest. Warte, ich muss mal dein Outfit angucken. Nee, du siehst glaube ich anders aus als ich. Wo bist du denn? Na, gar nicht da. Ich sehe dich nicht. So. Sie verfolgt mich heimlich. So, wenn ich ein Handy wäre, was hätte ich für Glitzereffekte? Hätte ich eine Regenwolke über mir? Oder ja, hätte ich sowas? Eigentlich hätte ich keine Effekte. Wenn ich ein Handy wäre, hätte ich dann ein anderes Gesicht? Ich muss ja mich in die Rolle reinversetzen. Entschuldigen Sie mal bitte. Ich frage mich, was die anderen hier machen. Und ich glaube, das Thema hat keiner geschnallt. Oh no. Brauche ich eine andere Körperfarbe? Wenn ich ein Handy wäre, welche Körperfarbe hätte ich da? Das ist eine sehr gute Frage. Ich Rosa. Bin, oh Gott. Schwierige Entscheidung. Ganz schwierige Entscheidung. Echt? Ja. Kann ich mich... Ist das Gelbe besser? Jetzt spiegelt es mich rosa. Jetzt kann ich mich auch nicht mehr zurückfärben. Ganz schwierig. Alles von den Hautfarben her nicht so meins. Ich glaube, am ehesten sogar die rosa Farben. Die sieht ein bisschen aus wie ein Alien, aber ist okay. Einer sagt, was mache ich hier? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir auch noch nicht so sicher. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich ziehe mir eine Halskette um. Oh Gott, nein, das war ein Fehler. Oh nein. Egal, jetzt bin ich committed. Jetzt ziehe ich mir noch Flügel an. Nein, das wäre Quatsch, das wäre Quatsch. Ich bin Apfel, kein Flügel. Nein. Okay, okay, das ist kritisch. Bin bereit. Oh Gott. Ich denke immer, ich bin bereit, aber dann bin ich nie bereit. Ja, am Anfang lässt man sich mal richtig Ja, man trödelt nur rum und dann am Ende hat man dann noch seine 10 Sekunden. Nein, ich bin nicht mehr ready. Dann hoffen wir mal, dass Vika jed nutzt irgendwas uns nicht enttäuscht. Da sehe ich weder die Marke noch das Obst, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, absolut nicht. Also, aber süßes Outfit. Süßes Outfit, 3 Sterne, aber es ist leider Themenverfehlung. Klassische Themenverfehlung. Okay, okay, aber wie soll man das Thema auch verstehen, Ronja? Okay, sie ist... Ich bin, was? Die Königin der Herzen, weil die auch rot ist. Ja. Aha. Ich will jetzt nicht sagen, es ist eine klassische Themenverfehlung. Ja, wie ist das doch ein Apfel? Was? Queen of Hearts ist doch kein Apfel. Ich bin die Marke. Guck, wie markig ich aussehe. Ich bin ein Handy. Siehst du das? Ich habe den Home-Button als... Ne? Nee? Okay. Ich hab's gesehen. Das ist okay. War mega. Oh, dein sieht gut aus. Ah, das ist ja mal was. Oh, wow. Go, Ronja, go. What the... Wow. Oh, mit der Dings-Konsole in der Hand und dem kleinen Fuchs. Das sieht echt gut aus. Dankeschön. Das gewinnst du safe. Das gewinnst du sowas von. Ich glaube, die verstehen alle nicht das Thema. Der ist ein Pinguin-V. Ja. Mit einer kleinen Krabbe. Doch, schon nice eigentlich. Ja. Oh, ich konnte vergessen, nicht zu voten, weil ich immer abgelenkt bin. Okay, jetzt bei dir vote ich. Ich bin ein Apfel. Die sieht auch aus wie ein Apfel. Sie hat rot unten und grün oben. 5 Sterne. Kriegt sie von mir. Gute Themen-Treffung. Amelie ist nicht wirklich ein Apfel. Es ist relativ weißes Outfit. Da gebe ich ihr ein paar Punkte für. Ich gebe 4 Sterne. Aber es ist auch nicht Apple, oder? Es ist... Nee. Ja, sie ist schon ein bisschen apfelig. Sie ist schon ein bisschen apfelig, das stimmt. Ja. Ja, das sind auch 4. Würde ich sagen muss, ich bin kein Fan von den Haaren. Die finde ich nicht so hübsch. Ich glaube, das war's von ihr. Ja? Okay. Yes.
Du gewinnst das sowas von. 100%. Nee, definitiv. Wenn du das nicht gewinnst, dann verliere ich mein. Was? Warte, der Pinguin-Dude ist auf dem dritten Platz? Was? Okay. So, und unser anderes Thema ist Samsung, ja? Das heißt, wir müssen jetzt im Vergleich zu Apple müssen wir schauen, was da die Farben sind. Was hat denn das Logo für Farben? Das ist blau, rund und hat weiße Schrift, richtig? Ja. Okay, gut, das kriege ich hin. Bin ein bisschen verwirrt davon, was die Leute schreiben. Ich weiß nicht, was ein Pengsung ist, aber okay. Was soll das denn? Vielleicht ist es eine geheime Botschaft, die er hier sendet. Das kann ja sein. Wirklich? Durchaus. Das ist dieser Verrückte, der sich immer zum Pinguin macht. War das der? Ja. Okay. Weiß nicht, was der will. Der sagt, er ist fertig. Okay. Ja, der macht sich aber auch immer nur zum Pinguin. Der weiß schon genau, wo er seine Sachen holen muss. Der ist so, okay, straight up. Ich hole mir meine Pinguinfüße. Und dann geht's los. Ich brauche auf jeden Fall erstmal blaue Haare. Ich denke, das ist wichtig. Blaue Haare habe ich sogar schon. Um hier ein Statement zu setzen. Ja. Blaue Haare. Ist das blau? Muss reichen. Es ist blauig. 2 Minuten bleiben noch. Aha. Nur mal kurz das Timing. Danke für den Stress. Gerne doch. Ich mache Spray-Tan, mache ich mich auch blau. Bam. Das ist komplett blau. Ja, ich mache mich Farben von. Ich glaube nicht, dass das sowas wird, aber okay. Doch. Ich sag dir, das ist der Weg. Du hast nur kein Vertrauen in mich. Schade. Oh. Schade. Schade, schade. Oha. Okay, das ist blau. Das nehme ich. Okay. Zack. Boah, sehe ich aus wie ein Schlumpf. 1 Minute bleibt davon, ja? Ich sehe einfach aus wie ein Schlumpf, easy. Ich glaube, meine Haare sind einfach nicht blau genug. Meine Schleife hat ein bisschen grün drin. Das ist eigentlich, das soll nicht sein. Aber es ist jetzt, wie es ist. Da kann man nichts machen. Bin ich zufrieden? Nein. Aber man kann jetzt halt auch nichts dran ändern. Ich nehme die Schleife, die ist blauer. Warte, dann muss ich meine jetzige Schleife ausziehen. So. Ah Gott, warum habe ich denn jetzt den komischen Hut aufgezogen? Nein. Nein, nein, nein. Halt, stopp. Hier, das ist eine Schleife. Das ist eine Schleife, wenn ich hier eine gesehen habe. Zack. Okay, bin ready. Ich muss sagen, die neben mir ist auch blau. Das beruhigt mich gerade ein bisschen. Bin froh, dass ich die noch gesehen habe. Ich war so ein bisschen so Mist. Okay, let's go. Desekusik. Er hat keine Hose. Doch, wen genau. Interessiert's? okay, er ist ein Handy. Offensichtlich will er ein Handy sein. Er hat sich komplett schwarz gemacht wie das Handy. Er ist ein iPhone. Oh ja, dann. Nee, er ist ein Phone. So, die 1 dazu schon. Ich habe auch das iPhone gelesen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das. Es tut mir leid. Warum ist sie so traurig? Weil sie keine Ahnung hatte. Sie wusste nicht, was sie machen soll. Deswegen ist sie jetzt eine Meerjungfrau. Eine traurige Meerjungfrau. Eine sehr traurige Meerjungfrau. Ja. Mirelovia. Schwierig von den Farben, da verstehe ich aber auch nicht, was sie sagt, weil ich die Sprache nicht. Sie ist Mona. Das ist Spanisch, oder? Ja, warum ich glaube, es warum ist Spanisch. Sie Like dazwischen? Like ist, glaube ich, nicht Spanisch. Nee. Amelie! Amelie, sage ich, ist gut, ja? Amelie ist blau. Aber ist sie Samsung? Ja, das Logo ist blau. Ich glaube, wenn sie die Krone und den Stab nicht hätte und da blaue Sachen genommen hätte. Okay, oh. Wen haben wir? Oh, zum Glück sehe ich nicht gruselig. Lach mich nicht aus! Oh mein Gott. Ja, gut, du bist ein Ich bin das Logo von den Farben. Siehst du es nicht? Ja. Ich glaube nicht, dass du damit gewinnst. Ich glaube nicht. Oh no. Hello. Ich sag, das ist halt einfach clever mit der Konsole in der Hand. Zack. Das ist clever. Es sieht sehr viel besser aus als meine. Die Krabbe ist süßer als meine nicht existente Krabbe. Es ist, weißt du was, da kann ich nichts machen. Nee. Das ist. Außer sie will so ein buntes Handy sein. Meinst aber du? Aber dann müsste sie in den Chat schreiben, ich bin ein buntes Handy. Hat sie aber nicht. Finde schon eigentlich, sie hat so ein bisschen getroffen. So Galaxy-mäßig, weißt du? Mm. So ein Galaxy heißt es doch, oder? Doch, stimmt, das heißt so. Ja, ja. Hey. Ich sag, sie ist ein Handy. Sie ist weiß gefärbt. Ja. Sie hat die Konsole in der Hand, ich gebe 5 Sterne. Doch, sie ist ja, gut. Ja, doch. Mhm. Sie ist gut. Besser als meins. Das war's. Mal gucken. Gott. Oh mein Gott. Ich so aus von dem letzten Platz. Ich bin am Treppchen! Ich habe mich geglaubt. Niemand hat an mich geglaubt. Aber gut, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Doch, du hast gewonnen.
gut. Schaut bei Easy vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und abonniert diesen Kanal, wenn ihr das auch noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!